Die Kinder sind 7, 4 und 1,5 und 2 Wochen. Also wir haben 4 Kinder hier am Start. Im Spiel hören sie untereinander nicht auf das Nein oder Stopp eines anderen. Das sind wahrscheinlich eher die 7-4-Jährigen. 1,5 rutscht da vielleicht auch noch rein, nur das 2-wöchige Kind wahrscheinlich eher weniger. Wie vermittle ich zwischen den Kindern und zeige ihnen, wie wichtig die Grenzen der anderen Familienmitglieder sind? Grundsätzlich handhabe ich das so, wenn Kinder miteinander spielen, wenn ich den Eindruck habe, da ist irgendwie gerade was im Busch oder irgendwie, ja, da stimmt was nicht oder das könnte gleich brenzlig werden, gehe ich hin im besten Fall und frage, Leute, Kinders, braucht ihr Hilfe? Ja, oft ist das schon dieses, ich hole die runter von ihrem, wo sie gerade sind. Nee, wir brauchen keine Hilfe, wir kriegen das hier alleine hin und dann sind auf einmal die Kinder in der Bereitschaft zu kooperieren. Oder es ist der Moment, dass wirklich ein Kind von beiden sagt oder sogar beide oder drei, wie auch immer, ja. Und dann geht die Diskutiererei los. Du hast gesagt Stopp und er hat gesagt Stopp und so weiter. Und dann versuche ich erstmal rauszufinden, okay, klar ist doch, wir wollen alle, dass wenn wir Stopp sagen, jeder von euch möchte, wenn wir Stopp sagen, dass Stopp ist. Was können wir denn da machen? Und dann probiert ihr das aus, dann macht ihr vielleicht ein Rollenspiel dazu. Dann wäre es vielleicht hilfreich, auch nochmal zu gucken, wie ist denn das, wenn bei mir eine Grenze überschritten wird und ich Stopp sage. Wie sage ich Stopp und wie wird das auch wahrgenommen? Oft gibt es ja diese Rangeleien, also ich sehe das bei meinem Mann und unserer Tochter, die rangeln und sie sagt Stopp und er macht weiter. Wo ich denke, okay, du möchtest, dass dein Kind lernt, wenn andere Stopp sagen, also wenn du Stopp sagst, dass sie aufhört, dann leb es vor. Und genauso ist, wenn es im Gerangel ist, also das ist spielerisch und mein Mann sagt Stopp, dass dann eben auch Stopp ist und dass nicht weiter gekichert wird. Stopp, 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 Stopp! Dann ist es schwer für Kinder auseinanderzuhalten. Da sind wir beim Thema Vorleben. Und auch da könnt ihr ja gucken, was könnt ihr für Spiele machen, um das mal zu üben. Alle wollen, glaube ich, dass wenn sie Stopp sagen, dass Stopp ist. Und dann wird das geübt. Und wenn das einem Kind schwerfällt, das zu akzeptieren, das Kind nicht dafür zu verurteilen, sondern sagen, okay, du brauchst dann noch Hilfe. Also wie können wir das noch, wie kann ich dich da mehr unterstützen? Wie kannst du dich selber mehr unterstützen? Könnt ihr Zeichen finden? Also statt Stopp, 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 Stopp! Schon kleiner und doch großer Unterschied, ja? Oder habt ihr irgendwie eine Trillerpfeife oder ein Schild, was ihr hochheben könnt? Also wie könnt ihr dieses Stopp gucken, wie jeder das braucht, kommuniziert braucht auch, dass es für jeden irgendwie leicht ist, das zu akzeptieren? Und wenn die Kinder untereinander, wenn ich das höre, gehe ich erstmal und sage, okay, braucht ihr Hilfe? Und dann habe ich ja auch was gehört und dann kann ich sagen, ich habe gehört, XY hat Stopp gesagt und du hast offensichtlich weitergemacht, dann kann auch sein, dass ich dazwischen gehe, je nachdem, was da passiert und sage, hier ist Stopp, auseinander. Und dann erkläre ich nicht, wenn wir Stopp sagen, dann machen wir Stopp und Stopp, auseinander. Und dann können wir gemeinsam überlegen, Stopp heißt Stopp, was können wir tun, damit das für euch machbar ist? Genau. Also was können wir tun, damit wir uns gegenseitig die Grenzen akzeptieren und somit ins Miteinander kommen?